Hallo, hier ist wieder die Feli und der Fabi von Happy Hippocampus. Und heute haben wir eine kleine Überraschung, ein kleines Interview für dich. Und wir haben einen besonderen Gast heute am Start. Ihr kennt sie vielleicht von YouTube, von Instagram. Sie macht total cool und interessante Vlogs, zeigt ja Ausschnitte aus ihrem Medizinerleben. Und ja, heute ist sie bei uns zum Interview. Esther, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, vielleicht magst du dich ein paar Worte selbst vorstellen, wer du bist, was du so magst. Und ja, herzlich willkommen. Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Ja, mein Name ist Esther. Ihr kennt mich vielleicht von meinem Kanal Esther Liuba. Und ich studiere im zweiten Semester Humanmedizin an der Uni Münster. Und ich bin 22 Jahre alt. Ja, ich glaube, mir gibt es nichts zu sagen. Ja, voll schön, dass du hier bist, auch nochmal von mir, herzlich willkommen und genau, wir wollen jetzt einfach mal mit dir so reden, ne? Du bist mitten im Medizinstudium und ein bisschen von deinen Erfahrungen hören bisher und ja, von Tipps vielleicht auch, die du an andere Mediziner hast und genau, vielleicht magst du einfach mal kurz erzählen, also du bist jetzt im zweiten Semester, wie findest du das Medizinstudium bisher so? Hat es so deinen Erwartungen entsprochen oder wie ist es, wenn sich jetzt Menschen vielleicht das Video anschauen, die auch überlegen, ob sie Medizin studieren möchten? Also ich muss natürlich erstmal sagen, dass ich während des Lockdowns angefangen habe zu studieren, weswegen meine Sichtweise auf das Medizinstudium vielleicht gerade noch gar nicht so repräsentativ ist, weil es halt einfach eine besondere Situation ist. Allerdings muss ich sagen, dass es mir super gefällt. Ich würde mich jedes Mal wieder dazu entscheiden, trotz diesen ganzen Einschränkungen, weil zum einen meine Uni das einfach super hingekriegt hat und sich gut den Herausforderungen gestellt hat und sich wirklich einfach die allergrößte Mühe gibt, dass wir uns trotzdem gut aufgehoben fühlen und dass wir eben trotzdem irgendwie ein bisschen Praxisbezug bekommen, obwohl wir eben keine Präsenzveranstaltung haben momentan. Ja, ich habe ja vorher schon mal studiert, ich habe vorher Psychologie studiert und habe dadurch natürlich auch einen Einblick in ein anderes Studium und muss sagen, dass ich mich in der Medizin wirklich sehr gut aufgehoben fühle und es gefällt mir sehr, sehr gut bisher und auch wenn es natürlich wahnsinnig viel zu lernen ist, ist es einfach ein super interessantes Fach. Ich finde es jeden Tag aufs Neue wieder faszinierend und bin sehr froh, dass ich hier sein darf. Ja, voll schön. Und hattest du dann jetzt schon so, du sagst, du bist im zweiten Semester schon so die ersten Hürden oder Herausforderungen, wo du gesagt hast, boah, krass, okay, das hätte ich nicht gedacht, dass es vielleicht so viel Lernstoff ist oder irgendwo, wo du gesagt hast, da hast du schon so das erste Mal ein bisschen gestruggelt, weil ich glaube, wir haben ja auch beide Medizin studiert, es ist ganz normal, dass man im ganz Medizinstudium Höhen und Tiefen durchläuft. Hattest du da schon Höhen oder vielleicht auch Tiefen? Ja, also ich muss sagen, mit der Lernmenge, da war ich tatsächlich gar nicht so überrascht, einfach weil man in Psychologie auch sehr, sehr viel lernen muss. Und ich dann einfach schon so ein bisschen dran gewöhnt war und einfach schon wusste, wie die Uni an sich als Institution, sage ich mal, funktioniert. Und das hat mir schon auch einen Vorteil verschafft, muss ich sagen. Und bin sehr froh, dass es nicht mein erstes Studium ist. Von daher konnte ich mich da schon ganz gut strukturieren und habe da ein ganz gutes Zeitmanagement für mich rausgefunden. Womit ich allerdings sehr gestruggelt habe, und das habe ich auch nie verheimlicht, war Chemie. Ich glaube, wir werden nie Freunde. Physik war ich auch nicht wahnsinnig begabt, vor allem, weil ich natürlich eine der schlauen Menschen war, die Physik dann nach der 10. abgewählt hat und und Chemie auch. Also ich hatte Biologie. Mochte es auch immer sehr gerne und habe mich dann so ein bisschen aus Chemie und Physik rausgewurstelt. Naja, und das fiel mir schon nicht leicht und auch die Klausuren waren für mich schon wirklich anspruchsvoll, muss ich sagen. Also da musste ich schon einiges reinstecken und habe auch bei beiden Klausuren gedacht, dass ich durchgefallen wäre, was aber zum Glück nicht so war. Genau, Höhen würde ich definitiv bis jetzt sagen, Anatomie, das ist bis jetzt mein Lieblingsfach, also das finde ich wahnsinnig interessant, habe es auch wirklich sehr gerne gelernt, auch wenn es sehr viel natürlich war, weil ich einfach finde, dass man da am interaktivsten lernen kann und weil es natürlich auch irgendwo so ein bisschen am medizinischsten ist, so am Anfang. Ja, genau.
Aber du kannst, glaube ich, jeden wahrscheinlich Mut machen, der jetzt eben auch zuschaut und denkt, boah, ich hatte vielleicht Chemie abgewählt oder Physik, ich hasse es, weil wir auch öfters die Frage gestellt bekommen, so, die ganzen Nebenfächer machen mir Angst, ich hatte keine Chemie mehr oder so oder überhaupt nicht oder nur irgendwie ein Schuljahr oder so. Würdest du sagen, es ist auf jeden Fall machbar, auch wenn man in den ganzen Nebenfächern quasi null Wissen mitbringt, oder sagst du, Herausforderung? Ja, Herausforderung auf jeden Fall, aber auch auf jeden Fall machbar. Also ich kenne ganz, ganz viele Leute, die kein Chemie mehr hatten in der Oberstufe und die auch vorher totale Angst hatten und teilweise auch am Verzweifeln waren, so wie ich. Aber wenn man sich dahinter klemmt und wenn man sich vielleicht auch an Studenten ein bisschen dran heftet, die ganz gut sind in den Naturwissenschaften, dann schafft man das auf jeden Fall. Genau, Altklausuren kreuzen. Auch immer ganz wichtig. Was mir auch geholfen hat, waren YouTube-Videos, beispielsweise eben auch von Simple Club, jetzt in Biochemie natürlich von euch. genau, das wäre vielleicht für euch noch eine Business-Idee, Chemie-Videos zu machen. Da würdet ihr sehr vielen Studenten mithelfen. Ja, also ich kann es auch unterschreiben, was du sagst, Esther. Ich hatte auch ein Jahr Chemie in der Schule, in der 10. Und ich fand es einfach, ich konnte überhaupt nichts damit anfangen und war so froh, als es rum war. Und dann, ja, im Studium bin ich halt rein und hatte auch erstmal irgendwie null Plan. Aber wie du sagst, irgendwie, also es geht dann schon. Und im Studium hatte ich dann irgendwie auch interessanterweise nochmal ein ganz anderes Interesse dafür. Und genau, sich das sich an andere Studenten wenden, das ist auch ein guter Tipp. Genau, dann einfach Kommilitonen fragen, die sich besser damit auskennen, die einem was erklären können. Ja. Und Altklausuren ist, glaube ich, auch ein Tipp, der für jedes Fachgebiet gilt, glaube ich. Altklausuren und Kreuzen ist. Ja. Ja. Was mich interessieren würde, in Anatomie, habt ihr da jetzt eigentlich den PrEP-Kurs als Präsenzveranstaltung oder ist jetzt gerade alles online bei euch? Also meine Uni hatte sich ein richtig, richtig gutes Konzept ausgedacht, dann eben über die Sommerferien sozusagen hinweg. Und das konnte dann auch für 3 Wochen realisiert werden. Heißt, ich hatte 3-mal PrEP-Kurs in meinem Leben. Danach ist dann allerdings der 2. Lockdown eingetreten. Und dann musste unsere Fakultät eben sagen, dass sie das nicht weitermachen können, weil wohl auch viele Mitarbeiter zur Risikogruppe gehört haben. Das war, glaube ich, an anderen Unis anders. Also meine Schwester beispielsweise studiert an der Uni Köln, auch im 2. Semester. Die hat immer noch ihren PrEP-Kurs, auch jetzt noch. Bei uns ist das dann halt digital. Das ist natürlich auf der einen Seite verständlich, absolut. Also da möchte ich auch gar nichts gegen sagen. Auf der anderen Seite ist es für mich persönlich schon ein großer Verlust, einfach weil natürlich sich jeder irgendwie auf den PrEP-Kurs freut und weil ich auch in den 3 Mal, in denen ich es dann hatte, einfach einen wahnsinnigen Lernerfolg gemerkt habe bei mir selber, besonders bei den autochthonen Rückenmuskeln, wie man sich das einfach besser vorstellen kann, als wenn man das einfach nur aus dem Buch heraus lernt. Natürlich gibt es da auch andere Wege, das zu lernen, zum Beispiel über Apps. Da gibt es so 3D-Apps, wo man sich das dann so visualisieren kann. Aber es ersetzt natürlich nicht den PrEP-Kurs. Und auch fürs mündliche Physikum muss man dann natürlich gucken, wie man das dann angeht. Aber ja, darüber mache ich mir noch keine Gedanken. Die Uni hat es trotzdem wirklich gut gelöst. Und ja, deswegen möchte ich da eigentlich auch gar nichts dran kritisieren, weil die Uni kann nichts dafür, es ist die allgemeine Situation. Man muss einfach jetzt das Beste draus machen. Ja, ist, glaube ich, eine gute Einstellung. Ja. Und ja, das würde mich auch noch interessieren, weil wir manchmal auch Nachrichten bekommen von Medizinern, dass es irgendwie, dass diese Situation mit alles ist online oder gerade wenn man jetzt startet mit dem Studium und ja eigentlich neue Menschen kennenlernen möchte, neue Freunde, die Kommilitonen in echt auch mal sehen möchte und irgendwie auch sozialen Anschluss möchte, dass es irgendwie für einige doch schwierig und auch belastend ist und ja, wie ist es für dich und wie gehst du damit um? Ja, ich hatte das Glück, dass ich ein Video hochgeladen habe bezüglich meiner Zulassung. Und da hatte ich auch gesagt, dass ich dann in Münster studieren werde. Und daraufhin haben mich einige meiner damals zukünftigen Kommilitonen angeschrieben, weswegen ich schon sehr, sehr früh Kontakt hatte zu den ganzen Leuten, was sehr, sehr cool war, aber was vor allem auch sehr privilegiert ist. Das haben nicht viele gehabt natürlich und viele Leute hatten es da deutlich schwerer. Deswegen glaube ich, kann ich da tatsächlich gar nicht so einen guten Tipp zu geben. Aber
unsere Uni hat dann zum Beispiel auch durch die Fachschaft probiert, dass wir uns irgendwie trotzdem online kennenlernen. Also wir haben dann ja so Online-Spiele zum Beispiel veranstaltet, also Kennenlernspiele. Genau, und sonst würde ich tatsächlich jedem raten, der jetzt anfängt, einfach sich zu trauen und auf andere Leute zuzugehen. Ich weiß, es ist nicht immer einfach und man kommt sich manchmal ein bisschen blöd vor, aber eigentlich sind wir alle in derselben Lage und jeder, glaube ich, freut sich, wenn jemand auf einen zukommt und einfach ein bisschen Kontakte knüpft. Und wir haben ja zum Glück die sozialen Medien und dann sollte man die auch nutzen. Und ich glaube, dann kann das trotzdem wirklich was Gutes werden. Und ich muss sagen, ich habe jetzt über das letzte Jahr hinweg trotzdem wirklich richtig tolle Leute kennengelernt, auch wenn ich sie leider noch nicht so oft getroffen habe, wie ich es mir gewünscht hätte. Ja, richtig cool. Ja, gute Tipps, glaube ich. Raus aus der Komfortzone, auch wenn es manchmal nicht so leicht ist. Und ja, einfach mal irgendwie Menschen anschreiben und kontaktieren. Ja, genau. Ja. Genau, jetzt ist ja noch ein großes Thema war bei dir brandaktuell, glaube ich, mit Biochemie und so weiter. Wie war das für dich? Viele haben ja eben auch so, Biochemie ist so der Endgegner, vielleicht auch im Physikum. Wie war das für dich, so die Vorbereitung jetzt auf deine Klausur und Biochemie an sich so? Ja, also ich, für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben, ich habe tatsächlich heute meine Biochemie-Klausur geschrieben und habe gerade eben meine Ergebnisse bekommen, habe aber noch nicht reingeguckt. Also es ist wirklich sehr aktuell bei mir. Bitte die Daumen. danke schön, ich kann's brauchen. Ja, also ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr großen Respekt vor Biochemie, vor allem eben, weil ich nicht die hellste Leuchte auf dem Kuchen bin, was Chemie angeht. Glücklicherweise stellte sich dann raus, dass ich einfach einen viel besseren Zugang schon mal hatte zu Biochemie. Genau, dann wurde man natürlich zu Beginn erstmal erschlagen mit den ganzen Stoffwechselwegen, mit den ganzen Enzymnamen, die man überhaupt nicht aussprechen konnte. Genau, und da war ich dann am Anfang ziemlich am Verzweifeln, muss ich ganz ehrlich sein. Und habe dann ja, also ich kannte euch tatsächlich schon vorher, bevor wir in Kontakt getreten sind, und zwar über den Plexus brachialis kannte ich euch. Ja. Genau, und dann hatte ich ja das Glück, dass ich euer Paket ausprobieren durfte. Und ich muss sagen, es war wirklich die absolute Erleuchtung für mich, einfach weil, ich sag's mal so, ich kann gut auswendig lernen, das habe ich auch in Anatomie gemerkt, aber Anatomie ist einfach viel, ich sag mal, realistischer. Also man kann es anfassen, man kann es sehen und das kann ich persönlich mir einfach viel besser merken, während halt diese ganzen Reaktionen auf so einer kleinen Ebene stattfinden und das kann man sich manchmal nicht so gut vorstellen, finde ich zumindest. Und deswegen hat es mir total geholfen, einfach das Ganze zu visualisieren und in Form von so Geschichten einfach zu merken. Und das hat sich wirklich auch in mein Hirn gebrannt. Also ich sage nur Thema Beta-Oxidation, mit der ich wirklich sehr gekämpft habe. Der Pommes-Koala, der hat mich wirklich gerettet, muss ich wirklich sagen. Genau, deswegen habe ich das wirklich sehr, sehr gerne genutzt. Hat mich auch wirklich sehr gefreut, dass ich das nutzen konnte. Genau, ansonsten war es tatsächlich mehr oder weniger einfach kontinuierlich dabei bleiben, würde ich sagen, bei Biochemie. Immer wieder wiederholen. Und das als Ganzes ansehen und nicht als einzelne Wege, sondern eben, dass irgendwie alles miteinander zusammenhängt. Und das kam dann auch erst mit der Zeit, dass ich das so gecheckt habe. Mhm. Aber wenn man das einmal dann drin hat, dann hat man es auch irgendwie verstanden. Und ich glaube, dann ist es auch fest. So, deswegen habe ich versucht, das große Ganze so im Blick zu halten. Das ist vielleicht auch ein guter Tipp. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in der Position bin, Tipps zu verteilen, weil vielleicht habe ich das ja auch nicht bestanden. Ihr könnt es sehen. Ihr könnt es ja gerne in die Infobox schreiben. Genau. Eine Frage, die mich da noch interessiert. Wie ist es, wenn du vielleicht wie bisher gelernt hast und dann das erste Mal zum Beispiel das Plexus brachialis, wie du gesehen hast mit irgendwelchen Latten und Koalas und was auch immer? Also für alle, die noch nicht wissen, die unseren Kanal noch nicht kennen, wir bauen ja sogenannte Gedächtnispaläste und Eselsbrücken zum medizinischen Lernstoff, also zum Beispiel zu Anatomie, zu Biochemie, und verpacken das dann in Form von Merkvideos, die einfach helfen, sich die Sachen viel schneller und langfristiger zu merken. Genau, das als kleine Info. Genau, meine Frage, oder was mich so persönlich auch interessieren würde, wie war dein erster Eindruck, weil wenn man dann so ein Video sieht und das erste, und du kommst vielleicht vom Anatomie lernen, hast da dein Buch vor dir liegen und auf einmal guckst du so ein Video an,
wo irgendwelche Gestalten herumhüpfen. Es ist irgendwie total quietschig, bunt und was auch immer. Und wie war da so dein erster Eindruck? Weil ich kann mir vorstellen, das ist erstmal ein bisschen hoch oder dass man sich ein bisschen drauf einlassen muss. Wie war das so bei dir, so der erste Kontakt mit solchen Gedächtnispalästen und merken das? Also ich muss ganz ehrlich sein, der erste Eindruck war so, okay, das ist echt crazy. Also es war sehr unterhaltsam. Also ich habe wirklich mehrmals herzlich gelacht. Was aber wirklich im Nachhinein einfach, das war tatsächlich der Faktor, der am meisten geholfen hat. Weil man sich einfach schräge, crazy Dinge am besten merken kann. Das habe ich auch schon im TMS tatsächlich gelernt. Ich habe da nämlich auch immer die Loki-Methode genutzt für Figuren und Fakten dann. Mhm. Und da habe ich mir dann auch teilweise wirklich sehr merkwürdige Dinge vorgestellt. Und das ist ja eigentlich so die, ich sag mal, Essenz daraus, ne, dass man dadurch ja umgeht, dass es einfach nur trockenes Auswendiglernen ist, sondern dass es halt irgendwie interaktiv ist und lustig ist und man sich das dann dadurch irgendwie merkt. Und ja, ich glaube, man muss sich erstmal ein Video angucken und sich daran gewöhnen. Und ich glaube, dann läuft das aber auch. Ja. Genau, wir sagen immer, sich mal drauf einlassen, wie du sagst, ein Video schauen und dann gucken, wie es für einen funktioniert. Und dann sieht man hoffentlich, oder die meisten sagen dann, boah, krass, ich kann es dann einfach noch. Aber lustig, also weil wir das öfters hören, so, oh krass, hey, verrückt oder so ein Quatsch, das würde ich mir nicht antun, weil man ja denkt, so lernen muss seriös sein und so weiter. Aber das ist cool, nochmal von dir zu hören. Und das ist ja auch das, was wir immer predigen, dass es einfach, ja, dass man mit Emotionen viel leichter und schneller und langfristiger sich Dinge merken kann. Ne? Und wenn man irgendwie einmal herzlich gelacht hat bei einem Video oder was weiß ich, sich geekelt hat oder überrascht war, dann ist es wie Dünger für unser Gehirn und dann merken wir uns die Sachen einfach viel schneller. Genau, und das setzen wir in den Videos natürlich sehr stark um. Ja, je extremer einfach, umso merkwürdiger ist es dann letztendlich auch. Hast du eine Szene, wo du sagst, das war die lustigste Szene oder ist dein Favorit, wo du sagst, oh, das war am lustigsten oder am unterhaltsamsten oder deine Lieblingsfigur oder was auch immer? Ja, also die Lieblingsfigur, das war nicht aus der Beta-Oxidation jetzt, sondern aus dem Harnstoffzyklus. Und zwar der Ohrnieten-Elefant. Bei weitem am süßesten. Also das fand ich richtig süß, die Idee. Und generell fand ich den ganzen Harnstoffzyklus von der Geschichte eigentlich so mit am coolsten, muss ich sagen. Mhm. Ja. Na ja, cool. Okay, für alle, die es noch nicht wissen, die unser Lernpaket noch nicht haben, der Ornithen-Elefant steht für Ornithin. Ornithen-Elefant. Genau. Cool. Ja, cool, mal so deine Erfahrungen und Einblicke mitzubekommen. Jetzt würden wir dir gerne noch so die Frage stellen, hast du ansonsten noch Tipps bezüglich Lernen im Medizinstudium? Also was würdest du der anderen Medizinstudierenden vielleicht raten? Was hat dir sehr gut weitergeholfen? Also ich glaube, der Nummer 1 Tipp ist für mich definitiv diese Spaced Repetition. Heißt, dass man eben im Intervall lernt und dass man nicht sich eine Sache einmal anguckt und dann war es das, sondern dass man das in immer größer werdenden Intervallen wiederholt. Weil wir lernen ja nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Und wir müssen das ja zum Beispiel fürs Physikum alles dann nochmal können und bestenfalls auch noch danach. Deswegen ist es einfach wichtig, dass man nicht nur Bulimie lernt und nicht nur auf den letzten Drücker. Also finde ich zumindest. Für mich ist das Studium definitiv ein Marathon und kein Sprint, sage ich immer. Genau, deswegen ist das so der Tipp, den ich allen geben würde. Ich weiß, es ist manchmal viel und man muss sich jeden Tag kontinuierlich hinsetzen und motivieren, was zu tun. Aber es zahlt sich auch aus, finde ich. Nicht nur in Form natürlich von Klausuren, sondern einfach, wenn man selber merkt, dass man wirklich was gelernt hat. Also, dass ich sagen kann, ich gehe jetzt mit mehr Wissen aus diesem Semester heraus, als ich reingegangen bin. Genau, ansonsten würde ich sagen, nutzt die Materialien und die Lernplattformen, die ihr habt, vor allem natürlich auch über Social Media vielleicht, ne, tauscht euch da aus oder lernt zusammen in Lerngruppen oder am Skelett zum Beispiel für den Bewegungsapparat. Also sucht euch irgendetwas, was euch Spaß macht, sodass das Lernen mit etwas Schönem verknüpft wird und dass es irgendwie angenehm gemacht wird für euch. Was ich besonders jetzt in Corona-Zeiten auch
empfehlen kann, ist, dass man sich über FaceTime oder Zoom irgendwie organisiert mit seinen Freunden und dass man dann einfach zusammen lernt. Das muss noch nicht mal irgendwie sein, dass man sich gegenseitig abfragt, sondern einfach, dass man da jemanden stehen hat, der jetzt auch gerade was machen muss. Ja, dass man einfach das Gefühl hat, man ist da nicht so alleine. Das mache ich momentan mit meinen anderen YouTuber-Freunden, die auch alle im Studium stecken. Und das hilft total. Also das klingt gerade vielleicht ein bisschen crazy, aber das finde ich wirklich super. Genau, das wären so meine Haupttipps. Das ist ein schöner Tipp. Also ich meine, wenn man ja nicht mal in die Bib kann, irgendwie in die Lesesäle, genau, zu kommen, wo ja viele andere Lernende um einen herum sind, das ist ein ja, cooler, kreativer Tipp, das über ja, online eben zu machen. Ja. Genau, die Möglichkeiten einfach nutzen. Ich fand es auch schön, wie du so gesagt hast, ja, diese ja, Freude am Lernen irgendwie versuchen, aufrechtzuerhalten oder zu erzeugen, weil das ist auch so unsere Vision, wo hinter den Merkvideos steht, dass man weg von diesem Image kommt, ich muss mich jetzt 10 Stunden quälen und das Stupide irgendwie reinpauken, sondern wie du sagst, ob man es dann irgendwie am Skelett macht oder interaktiv mit anderen oder mit Lernplattformen. Das ist, glaube ich, ja, ein schöner Ansatz oder auch schön, dass du das so siehst mit dieser Freude und Spaß am Lernen, weil wir sind, glaube ich, auch davon überzeugt, Lernen muss nicht irgendwie nervig und stupide sein, sondern geht eben auch anders. Ja. Ja, definitiv. Und dann fällt es einem auch direkt viel leichter. Ja. Besonders in einem Studium wie Medizin, wo man einfach viel lernen muss, man kann es ja auch nicht irgendwie schönreden, da ist es nochmal umso wichtiger, dass man sich das irgendwie versüßt, wie auch immer. Hauptsache, man tut es. Was, glaube ich, auch viele interessiert, vielleicht auch einige, die noch nicht Medizin studieren, aber auch welche, die schon Medizin studieren. Ja, was würdest du sagen, wie viel muss man wirklich lernen im Medizinstudium? Also wie viel, weiß nicht, vielleicht mal kannst du eine Stundenanzahl nennen pro Tag, irgendwie so im Schnitt, und wie viel Freizeit bleibt da noch? Also ich will's wirklich nicht schönreden, deswegen, es ist schon wirklich viel zu lernen. Also ich lerne schon wirklich eigentlich jeden Tag. Also besonders in diesem Semester war es schon sehr stramm, das muss ich schon sagen, besonders halt, wenn man Anatomie und Biochemie parallel machen muss. Da hatte ich 2 Tage frei an Weihnachten. aber sonst, ich versuche zumindest, mir immer so eine Art Limit zu setzen, dass ich sage, okay, heute wird bis 18 Uhr maximal gelernt und dann war es das. Und selbst wenn du dann nicht durch bist, du nimmst dir dann deine Freizeit, weil ich merke schon, wenn ich das nicht tue, dann treibt man sich sehr schnell in Richtung Burnout und wir sind alle noch viel zu jung, um irgendwie einen Burnout zu bekommen, beziehungsweise man sollte natürlich nie einen Burnout bekommen, aber jetzt erst recht nicht. Deswegen ist es wichtig, dass man sich die Freizeit nimmt, besonders in Fächern wie Anatomie. Da werdet ihr alle merken, da kann man immer mehr lernen. Man wird nie alles wissen. Das ist einfach unmöglich und man kann sich immer, wirklich 24 Stunden am Tag kann man sich damit beschäftigen und man hat immer noch nicht alles drauf. Deswegen muss man sich da einfach selber Grenzen setzen, finde ich. Auf der anderen Seite muss man natürlich, also es muss einem bewusst sein, dass dieses Studium schon ein großes Commitment ist. Und dass, wenn man sehr viel Wert auf sehr viel Freizeit und sehr viel Flexibilität legt, dass das vielleicht dann nicht das richtige Studium ist, weil man sehr viel Präsenz, beziehungsweise in dem Fall jetzt nicht Präsenz, sondern Pflichtveranstaltungen hat, auch online. Also da hat sich nichts dran geändert, auch nicht mit Corona. Genau. Von daher, dem muss man sich bewusst sein, aber dafür lernt man auch ganz, ganz tolle Sachen und man sieht Dinge, die man eigentlich sich sonst nicht hätte ausmalen können und das ist für mich einfach das Wichtigste, dass ich mich immer wieder dafür begeistern kann und das bietet für mich dieses Fach zu 100% auf jeden Fall. Ja, da kann ich mich auch drin wiederfinden. Ich fand es also irgendwie gerade in der Vorklinik so faszinierend, wie krass unser Körper einfach ist, ja, also wie das alles funktioniert und das alles mal so im Detail zu lernen und zu verstehen, und das finde ich schön, was du sagst, so, ja, zu versuchen, diese Faszination sich beizubehalten und ja, sich das bewusst zu machen, was man da für ein Wunder hat und besitzt und auch dieses Privileg, das so lernen zu dürfen und zum Beispiel an Körperspendern lernen zu dürfen und so und ja, an einem Gehirn zum Beispiel, ich finde es, ja, eine große Ehre. Ja. Und ich finde auch, ja, ich fand es auch mega wertvoller Tipp, so sich wirklich
Zeit für Freizeit zu nehmen, weil ich glaube, mir gerät das sehr schnell in so einen Strudel, wo man denkt, boah, ich muss lernen, ich bin hinten dran und was weiß ich, dass man sich wirklich, wie du sagst, entweder Deadlines setzt oder wirklich Pausen und ob es vielleicht Joggen ist oder irgendwas sucht, wo man irgendwie wirklich einen Ausgleich findet, weil es bringt nichts, wenn man dann am Ende des Studiums irgendwie körperlich kaputt ist und ja, davon haben dann alle nichts. Ja. Ja. Hast du sonst irgendwas, wo du sagst, das würdest du so noch gern den Studenten jetzt vielleicht zuschauen, so mit auf den Weg geben, wo jetzt vielleicht noch nicht zur Sprache kommt oder? Allgemein würde ich einfach sagen, haltet durch, bleibt dran. In der Klinik wird alles besser oder zumindest sagt man das so. Ich habe mal für die es interessiert, ich habe mal ein YouTube-Video hier auf unserem Kanal gedreht, 7 Mythen über das Medizinstudium und über einen Mythos spreche ich dann auch, in der Klinik wird alles besser. Könnt ihr euch mal, wenn euch meine oder unsere Meinung interessiert. Oh nein. Keine Angst. Keine Angst, ich wollte gerade sagen, keine genau. Angst. Genau. Ja, ja, vielen Dank für das nette Gespräch und für alle, die jetzt sagen, oh, wo kann ich denn jetzt mehr von der Esther erfahren, wo kann ich mich mit ihr verbinden, wo findet man dich denn überall, wie kann man sich mit dir connecten? Hauptsächlich auf YouTube, also Esther Lioba ist mein Name auf YouTube. Und ansonsten über Instagram. Allerdings poste ich da keinen Study-Content, sondern private Bilder, aber da kann man mich durchaus auch anschreiben. Da heiße ich auch Esther Diuba, das ist das Gute, wenn man einen komischen Namen hat. Also ich heiße eigentlich überall gleich. Deswegen ist es sehr einfach, mich zu finden. Genau, okay. Wir werden natürlich alles auch verlinken. Und ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank dir, Esther, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerade in so einer Klausurphase ist nicht selbstverständlich. Vielen Dank für deine coolen Tipps und Inspirationen und genau, schreibt gerne auch mal in die Kommentare, was habt ihr mitgenommen aus dem Video, was interessiert euch vielleicht noch, habt ihr noch Fragen, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen. Ja. Und dir weiterhin viel Erfolg im Studium, wir wünschen dir alles Gute, drücken dir die Daumen und ja, und viel Erfolg jetzt bei Biochemie, schauen, wie das Ergebnis ausgefallen ist. Genau, alles. Ja, vielen lieben Dank, danke, dass ich dabei sein durfte, es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Gerne, dann mach's gut, ciao. Tschüss. Peace.